Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja heute über Portugal. Und viele wissen das ja, weil sie auch schon mal vielleicht in Portugal gewesen sind. Aber Portugal gehört ja zu den meistbesuchten Ländern der Welt. Klar, weil es dort auch sehr schön ist und Portugal einiges zu bieten hat. Aber wie gesagt, nicht nur schöne Landschaften oder historische Städte und Strände, sondern auch steuerlich hat Portugal ja einiges Interessantes zu bieten. Warum zieht es also eine ganze Reihe von Menschen nach Portugal? Übrigens liest man ja, dass einige doch schon bekannte Persönlichkeiten dahin ausgewandert sind. Also wir kennen jetzt vielleicht zum Beispiel den John Malkovich, der hat ja auch seine 7 Gründe genannt, warum er unbedingt nach Portugal im Prinzip umgezogen ist. Oder vielleicht der ein oder andere kennt den Michael Fassbender, der dort wohnt. Aber die Frage ist einfach, warum? Also was zieht die Leute dahin, die nach Portugal ziehen? Und was hat vielleicht auch der NHR-Status damit zu tun? Darüber wollen wir heute sprechen mit dem Herrn Dr. Rathenau. Der ist Experte, was Portugal betrifft. Und Herr Dr. Rathenau, stellen Sie sich doch am besten mal selbst vor. Ja, mein Name ist Alexander Rathenau und ich bin Rechtsanwalt in Portugal. Bin auch deutscher Rechtsanwalt und berate viele Mandanten, die also im deutsch-portugiesischen Rechtsfragen, insbesondere Immobilienrecht und Steuerrecht und Umzug nach Portugal, und verschiedene Themen, die gerade Personen betreffen, die nach Portugal ziehen wollen, sei es, weil sie dann hier auch ständig leben wollen oder sei es, weil sie hier nur zeitweise im Jahr sich aufhalten möchten. Das ist ganz unterschiedlich. Und wir sind eine Kanzlei mit Sitz im Algarve, mit einer Dependance in Lissabon und auf den Inseln Azoren und Madeira. Also Madeira, kann man sagen, ist so die zweite Algarve. Meer und Sonne, gutes Wetter, sehr sicher, nicht weit von Mitteleuropa entfernt, 2,5 Stunden Flug. Und es hat sich gezeigt seit vielen Jahren, dass gerade Südportugal und auch Madeira sehr stabil sind und sehr beliebt sind, immer beliebter. Mittlerweile auch durch viele Personen, die gerade jetzt auch aufgrund der Corona-Situation nicht mehr zu Hause arbeiten müssen, die hier in den Süden ziehen und dann auch gleichzeitig von bestimmten steuerlichen Vorteilen, über die wir heute sprechen werden, dann profitieren. Insofern das zu meiner Person und natürlich arbeite ich nicht alleine. Wir sind insgesamt 4 Rechtsanwälte hier im Süden von Portugal, vom Festland. Wir haben auch noch eine Rechtsanwältin auf Madeira, die für uns arbeitet oder die Teil des Teams ist. Und in Lissabon haben wir auch noch eine Partnerkanzlei, mit der wir auch im ständigen Kontakt sind und auch dort Mandanten auch empfangen beziehungsweise auch für Lissabon dort entsprechend zuständig sind. Deswegen freue ich mich auf die Einladung und auf Ihre Fragen und über das Gespräch heute. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Jetzt, bevor wir gleich einsteigen, habe ich trotzdem noch eine Frage, was mich noch ergänzend zu Ihrer Vorstellung interessiert. Wie hat sich denn selbst nach Portugal verschlagen? Weil Ihr Familienname klingt ja jetzt nicht portugiesisch. Nein, also ich bin quasi ein Mitbringsel meiner Eltern, die 1982 nach Portugal gezogen sind. Es war so, dass ich dann hier in Portugal aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin. Und auch angefangen habe, hier zu studieren in Coimbra. Und nach kurzer Zeit bin ich allerdings nach Deutschland gewechselt und habe dort dann mein Studium fortgesetzt und beendet. Aber immer mit dem Ziel, wieder nach Portugal zu kommen. Also es stand nie außer Frage, dass ich in Portugal entsprechend dann auch beruflich tätig werde. Und so ist es dann gekommen. Und ich bereue es nicht. Schön. Jetzt, ja. Also ich denke mal so, dass was jetzt unsere
Zuschauer und Zuhörer am meisten interessiert. Vielleicht fangen wir damit auch gleich mal an. Also steigen wir gleich mal in dieses mit dieser wichtigen Frage ein. Dieser sogenannte NHR-Status oder die NHR-Steuerregelung. Wie viele Staaten versucht natürlich Portugal auch, entsprechende Personen, die ja dann hier ihr Geld ausgeben, hier investieren, nach Portugal zu locken. Das ist zum einen, sind das Personen, die in Portugal kein operatives Geschäft, also kein Gewerbe betreiben werden, nicht berufstätig sind, sondern halt ein Einkommen haben, wie zum Beispiel Rentner oder andere, die Kapitaleinkünfte haben, wie Zinsen oder Dividenden oder andere Arten von Einkünften im Ausland. Und zum anderen sind es Personen, die nach Portugal ziehen, um hier auch zu arbeiten. Also dieses RNH, dieser RNH-Sonderstatus heißt auf Deutsch sinngemäß ein Sonderstatus für neu Hinzugezogene. Also sprich, davon profitiert nur derjenige, der neu nach Portugal zieht, also nicht jemand, der schon in Portugal lebt. Das zeigt, dass diese Regelung dazu dient, Menschen, Personen nach Portugal zu locken, aufgrund dieser steuerlichen Vorteile, die hier dann entsprechend angeboten werden. Vielleicht ganz kurz zu der Variante, dass man nach Portugal zieht, um dann hier auch zu arbeiten. Da sagt das Gesetz, dass bestimmte Berufsgruppen steuerlich privilegiert werden. Man spricht hier von Berufsgruppen oder von Berufen mit erhöhter Wertschöpfung. Also solche Berufe, die Portugal benötigt. Zum Beispiel gibt es einen Ärztemangel in Portugal. Viele Ärzte kommen sogar jetzt aus Kuba nach Portugal, um hier zu arbeiten. Und andere Berufe, die auch in dieser Liste, das ist eine richtige Auflistung mit verschiedenen Berufen, entsprechend unter diesen Sonderstatus fallen. Und dort besteht der Vorteil darin, dass im Rahmen der Einkommensteuer eine Flatrate von 20% anfällt. Also 20% Einkommensteuer auf die Einnahmen aus der Ausübung dieser Berufe. Und wobei man dann noch berücksichtigen muss, dass es gibt natürlich dann auch noch die Pflicht, in Portugal Sozialversicherungsabgaben zu leisten. Und diese Sozialabgaben können eine Belastung darstellen. Das heißt, man kann nicht sagen, dass jeder, der in Portugal beruflich tätig werden möchte, unter einem solchen Beruf dann steuerlich sehr gut dasteht am Ende, sondern es kommt darauf an, auf die Höhe des Einkommens. Manchmal ist es auch ratsam, eine portugiesische GmbH zu gründen, um dann die Höhe der Sozialabgaben zu koppeln. Also da gibt es natürlich noch ein paar Punkte, die geklärt werden müssen. Wie der Jurist ja sagt, es kommt auf den Einzelfall an. Aber viele hier in Portugal Berufstätige, die diesen Beruf mit erhöhter Wertschöpfung ausüben, profitieren von diesen 20%, weil 20% im Vergleich zu dem regulären Steuersatz im Rahmen der Einkommensteuer ist sehr günstig. Wir haben ja in Portugal, denke ich, noch einen etwas höheren Einkommensteuersatz als in Deutschland, also etwas so um die 50%, wenn man alles dazu rechnet, bei höheren Einkünften. Insofern ist das für viele eine sehr interessante steuerliche Gestaltung hier, wenn man nach Portugal geht. Wie lange kann man davon dann profitieren, in dem Fall, den Sie jetzt beschrieben haben? Ja, das ist der RNH-Status. Der gilt sowohl für diejenigen, die halt beruflich tätig werden in Portugal, als auch für die andere Gruppe, die im Ausland Einkünfte erzielen, für 10 Jahre. Also sprich 10 Jahre garantiert ab dem Jahr der steuerlichen Ansässigkeit in Portugal. Das heißt, in der Regel ist es sinnvoll, dass man sich erst in Portugal am Beginn des Jahres anmeldet, also zum Beispiel im Januar des entsprechenden Jahres, weil sonst, wenn man sich im Dezember anmeldet, dann wäre schon das eine Jahr Sonderstatus abgegolten. So das ist ein wichtiger Punkt, da haben Sie recht. Und Sie haben vorhin noch einen anderen wichtigen Punkt angesprochen. Sie haben vorhin gesagt, dass es vor allen Dingen eigentlich ausschließlich für Personen ist, die, sagen wir mal, neu nach Portugal umgezogen sind. Das heißt ja wahrscheinlich auch, dass ich jetzt nicht mit der Anmeldung zu diesem NHR-Status vermutlich nicht allzu lange warten kann, oder ansonsten werde ich ihn möglicherweise nicht mehr bekommen können. Also wenn ich jetzt in Portugal bin und dann
Genau. Wie schnell muss ich mich dafür anmelden nach der Ankunft? Ja, das Gesetz sagt, dass man sich bis Ende März des Folgejahres entsprechend den Sonderstatus beantragen kann. Aber in der Praxis ist das so, wenn sich jemand entscheidet, nach Portugal zu ziehen, dann meldet er sich aufenthaltsrechtlich an. Auch wenn er als EU-Bürger muss man sich ja aufenthaltsrechtlich anmelden. Das ist also keine Aufenthaltsgenehmigung, sondern reine Formalie, eine Anmeldung, die dazu dient, quasi nachzuweisen, dass man genügend Mittel hat, um sich selbst zu verpflegen oder weil man halt eine Tätigkeit ausüben wird, die dann zum Einkommen führen wird. Und nach dieser aufenthaltsrechtlichen Anmeldung bei der Gemeinde erfolgt auch dann gleich die Anmeldung als in Portugal steuerlich ansässig. Und dann auch quasi im gleichen Akt, unmittelbar danach, erfolgt dann der Antrag auf Anerkennung des Sonderstatus. Insofern ist das eigentlich in der Praxis kein großes Thema, bis wann man dann diesen Sonderstatus beantragen kann, sondern wenn man professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, dann werden diese verschiedenen Handlungen dann abgearbeitet und auch dann sofort umgesetzt. Halten wir mal fest, NHR bedeutet Non-Habitual Residence, was auf Deutsch übersetzt nicht gewöhnlicher Ansässiger bedeutet. Die Abkürzung RNH steht für die portugiesische Übersetzung dieses Status. Im Folgenden werden wir jetzt hier, um keine Verwirrung zu schaffen, immer von RNH sprechen. Ein RNH-Status in Portugal bedeutet, man kann für 10 Jahre Steuervorteile oder Vergünstigungen und sogar Befreiungen nutzen. Jetzt wollen wir nochmal klären, was es genau für Hürden gibt, um diesen Status zu erlangen. Also welche Voraussetzungen sind wichtig, damit man in Portugal als RNH-Steuerbegünstigter leben kann? Und was ist mit Interessenten, die Familienangehörige haben, die keinen europäischen Pass besitzen, aber gemeinsam in Portugal leben möchten? Gerne. Also ich mache es mal nach einer Positivliste. Was braucht man, um sich in Portugal aufenthaltsrechtlich zu registrieren? Weil diese aufenthaltsrechtliche Registrierung ist nach der Auffassung des portugiesischen Finanzamtes eine der Voraussetzungen, damit die Person sich dann als auch in Portugal steuerlich ansässig registrieren kann. Das Gesetz sagt eigentlich, wenn jemand über 3 Monate in einem 12-Monats-Zeitraum sich in Portugal befindet, muss er sich aufenthaltsrechtlich anmelden. Aber wie Sie gerade gesagt haben, EU-Bürger profitieren ja von der Freizügigkeit. Das ist also keine Genehmigung, sondern eine Formalie, die aber dazu dient, gemäß einer Richtlinie der Europäischen Union, zu vermeiden, dass ein Sozialtourismus entsteht. Das heißt, man muss einfach nur nachweisen, dass man genügend Mittel hat, um sich zu verpflegen. Und wenn jetzt die Frage, die Sie gerade gestellt haben, ist berechtigt. Also was muss man denn nachweisen? Beispiel, wie viel Geld muss man auf dem Konto haben oder wie auch immer? Da gibt es keine Richtlinie. Also ich sage immer, also wenn Sie da 500 Euro auf dem Konto haben, ist es ausreichend. Also das wird nicht überprüft. Sie sollen zwar einen Kontoauszug vorlegen, aber 500 Euro, denke ich, wäre schon ausreichend. Da kann Ihnen niemand sagen, Sie erfüllen die Voraussetzung nicht. Insofern ist das wirklich eine, ja, also keine Hürde, die hier entsteht, wenn Sie sich auch anmelden möchten. Allerdings, was etwas schwieriger sein kann, ist, damit Sie sich aufenthaltsrechtlich anmelden, müssen Sie einen Wohnsitz nachweisen. Und wie können Sie diesen Wohnsitz nachweisen? Also zum einen dadurch, dass Sie eine Immobilie, also eine Wohnimmobilie gekauft haben, oder Sie legen einen Mietvertrag über eine Wohnimmobilie vor. Beides ist möglich. Wobei, falls Sie jetzt irgendeinen Freund haben oder Familienangehörigen in Portugal, könnten Sie auch einen Leihvertrag über eine Wohnung vorlegen. Also Leihvertrag, der Unterschied zwischen Leihvertrag und Mietvertrag ist, beim Mietvertrag fällt ja ein Mietzins an und der Leihvertrag ist unentgeltlich, also da fällt kein Mietzins an. Und es ist ja völlig in Ordnung, wenn irgendjemand sie kostenlos bei sich wohnen lässt. Mhm. Auch dieser Leihvertrag, den man natürlich dann schriftlich ausgestalten muss, um Nachweis zu führen oder führen zu können, würde ausreichen für diese aufenthaltsrechtliche Anmeldung. Also sprich, was man braucht für die Anmeldung ist, einmal diesen Wohnsitznachweis, also Mietvertrag, Kaufvertrag, Leihvertrag, über eine Wohnung in Portugal, Haus, Wohnung, Apartment, wie auch immer, dann muss zu diesem Zeitpunkt auch bereits die Steuernummer vorliegen. Weil in Portugal geht so gut wie nichts ohne eine Steuernummer. Diese Steuernummer ist so wichtig wie Ihr Personalausweis, wenn man so will.
Aber diese Steuernummer, die wird noch beantragt mit ihrem aktuellen oder bisherigen Wohnsitz, also zum Beispiel dem deutschen Wohnsitz, dort, wo sie bisher gewohnt haben. Also an diese Steuernummer ist immer eine Anschrift gekoppelt. Und wenn diese Steuernummer beantragt wird, dann noch unter Angabe der bisherigen Wohnanschrift. Und mit dieser Steuernummer, mit dem Nachweis des Wohnsitzes, wie ich vorhin ausgeführt habe, plus noch ein Nachweis, dass man ausreichend Mittel hat, um sich zu verpflegen, Kontoauszug mit, sagen wir mal, 500 Euro. Das sind die drei Unterlagen, die für die Beantragung notwendig sind. Okay, gut. Dann denke ich, haben wir das jetzt auch hinreichend geklärt. Die Frage hatte, du hattest noch die Frage, Daniel, betreffend von, ich meines nicht Aufenthaltsrecht für nicht genau. Die Uber. Genau. Also wenn, muss natürlich unterscheiden, wenn Sie EU-Bürger sind und oder Sie Schweizer, ne, können wir auch sagen, ein Schweizer zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe eine Schweizer Frau. Gut, aber das ist was anderes, weil Schweiz gehört ja zum Schengener Abkommen. Okay. Wir haben auch, wir genießen auch die Freizügigkeit. Und diese aufenthaltliche Anmeldung, die für EU-Bürger gilt, gilt gleichermaßen auch für Schweizer. Okay. Also die Schweizer werden nicht als Drittstaatler in diesem Kontext angesehen. Wenn sie allerdings, also vielleicht nochmal ganz kurz, also Schweizer fallen nicht darunter, die werden behandelt wie EU-Bürger, aber sagen wir jetzt zum Beispiel ein Russe oder eine Russin. Die, oder seit neuestem die Briten wahrscheinlich auch, ja? Oder die Briten leider auch. Die natürlich eine starke Verbindung haben zu Portugal und viele darunter jetzt sehr stark leiden, weil natürlich die Freizügigkeit dadurch massiv eingeschränkt wurde. Ja, ist es so, falls ein EU-Bürger einen Nicht-EU-Bürger heiratet, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass durch den Familienzuzug der Ehepartner auch unter einfachen Voraussetzungen in Portugal eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Das hängt damit zusammen, dass man eigentlich nur nachweisen muss, dass man mit einem EU-Bürger verheiratet ist und dass der EU-Bürger in Portugal ansässig geworden ist. Aber nehmen wir den Fall an, das kommt jemand, der halt Drittstaatler ist, also kein EU-Bürger ist und mit keinem EU-Bürger verheiratet ist. In diesem Falle müsste er hier eine klassische Aufenthaltsgenehmigung beantragen, was manchmal schwer sein kann. Und da hat Portugal, wie auch andere Länder mittlerweile, ein sogenanntes Golden Visa Programm. Dieses Golden Visa Programm, also quasi ein goldenen Aufenthaltstitel, der solchen Investoren gegeben wird, die eine bestimmte Art von Investitionen in Portugal vornehmen. Und die klassische Variante, die zum Erwerb dieses Aufenthaltstitels führt, ist die Investition in den Kauf einer Immobilie für mindestens 500.000 Euro. Also man kann quasi sagen, dass ein Chinese oder Russe mit 500.000 Euro in Portugal einen Aufenthaltstitel erwerben kann. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerade noch ein paar Eckdaten zu diesem Golden Visa Programm auch nennen. Was natürlich rechtspolitisch viele Fragen aufwirft, ob ein Staat seine Aufenthaltstitel verkaufen kann, weil nämlich dieser Aufenthaltstitel dazu führt, dass der Investor sich dann frei im gesamten Schengener Raum bewegen kann, nur quasi, weil er in Portugal einen entsprechenden Titel erworben hat. Das heißt, dieser Titel öffnet die Türen für ganz Europa. Und es kommt noch hinzu, dass der Investor so gut wie sich nicht in Portugal aufhalten muss. Er muss nur wenige Tage im Jahr hier sein, also quasi nur einmal Urlaub machen, um die Voraussetzungen erfüllen, die das Gesetz vorschreibt, wie lange er sich in Portugal aufhalten muss. Natürlich sollte er die portugiesische Staatsbürgerschaft erwerben wollen, was viele auch damit erreichen wollen. Dann müsste er in Portugal tatsächlich gewöhnlich ansässig werden und über 6 Jahre mindestens in Portugal leben, um dann die Staatsbürgerschaft erwerben zu können. Aber viele erwerben einfach den Titel, verzichten auf die Staatsbürgerschaft und kaufen quasi die Immobilie und erscheinen nur ein paar Mal im Jahr
zum Urlaub und profitieren dann von dieser Genehmigung, von diesem Aufenthaltstitel. Ja, und wahrscheinlich muss man ja, wenn man dann nach 6 Jahren die Staatsbürgerschaft erwerben wollte, auch noch Portugiesisch sprechen können. Richtig, und da muss man sagen, also richtiges Portugiesisch in 6 Jahren, das ist schon eine Leistung. Also da muss man schon im Land wahrscheinlich wirklich leben, damit man das hinbekommt. Oder man kann es vorher schon. Okay, aber war interessant, das auch zu hören. Ne? Jetzt auch gerade mal mit der Staatsbürgerschaft. Vielleicht noch einen kurzen Hinweis. Es gab jetzt am 01.01.2022 eine wichtige Änderung im Rahmen dieser Golden Visa Regelung. Und zwar, der Gesetzgeber hat gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht mehr, dass Immobilien für diesen Aufenthaltstitelerwerb überall gekauft werden können. Insbesondere nicht mehr an der Küste und nicht mehr in den Großstädten Lissabon und Porto. Mhm. Deswegen ist es jetzt so, dass man nur noch diese Immobilien für den Golden Visa Titel erwerben kann in bestimmten Regionen, insbesondere im Inland und auf den Inseln Madeira und Azoren, die ja zu Portugal gehören. Das heißt, es gibt jetzt hier eine Einschränkung, die vielleicht dazu führen wird, dass nicht mehr so viele Anträge gestellt werden, wobei es noch genügend Flächen gibt und viele schöne Immobilien gibt, die hier in Betracht kommen. Mhm. Okay. Sehr interessant. Wir hatten jetzt ja über den RNH-Status schon gesprochen und Sie hatten ja die erste Gruppe an Personen erwähnt, die davon profitieren können, nämlich Personen, die letztlich dann in Portugal einer Beschäftigung nachgehen und sich dann dort anstellen lassen und entsprechend dann 20% Steuern dort bezahlen. Es gibt dann auch eine andere Gruppe, vor allen Dingen auch für unsere Mandanten, die fallen dann eher in die Gruppe, sage ich mal, der Unternehmer. Aber ich möchte vielleicht davor nochmal über eine Subgruppe sozusagen sehr sprechen. Und da geht es um die Rentner und Pensionäre. Wir haben jetzt in der Vorbereitung, auch zu der Folge heute mit Ihnen, doch einige Dinge gefunden. Da scheint einiges in Bewegung zu sein. Also zum einen mal wurde, glaube ich, eine Steuer eingeführt in Portugal von 10% auf ausländische Pensionen. Dann haben wir einen Beitrag gelesen hier, dass Schweden hier relativ echauffiert scheint. Also man sagt in Schweden, die Geduld ist am Ende. Ja, man will mit Portugal hier, hat ein Abkommen gekündigt und jetzt werden auch dann weiterhin wieder Pensionen besteuert von schwedischen Pensionären in Schweden. Vielleicht können Sie dazu zuerst mal was sagen zu den Pensionären, weil das ist ja doch für viele Mandanten interessant, im Süden letztlich hier letztlich dann in den Ruhestand zu gehen. Ja, also Portugal sah vor einiger Zeit noch 0% Steuern auf Ruhegehälter vor. Ich sage jetzt mal Ruhegehälter als Oberbegriff von Pensionen und Renten und was auch immer noch darunter fällt. Ruhegehälter im weitesten Sinne, die dazu dienen, sich nach der Beendigung des aktiven Arbeitslebens abzusichern. Und es war so, dass Portugal 0% vorsah und viele Staaten haben dann gesagt, es kann doch nicht sein, dass unsere Staatsbürger nach Portugal ziehen und dann dort 0% Steuern zahlen und wir gucken in die Röhre, tja, weil die meisten Abkommen zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung sagen, dass die Ruhegehälter nur dort besteuert werden dürfen, in dem Land, in dem sich die Person befindet, also gewöhnlich ansässig ist, was ja dann in diesem Falle Portugal ist. Und das führte dazu, dass quasi viele nach Portugal gezogen sind und hier gar keine Steuern mehr zahlen mussten und auch keine Steuern auf ihre Ruhegehälter in dem Staat zahlen mussten, wo sie die Ruhegehälter herbekommen. Wir sprechen Schweden und anderen skandinavischen Ländern. Und gerade die skandinavischen Länder haben sich da doch sehr aufgeregt. Auf politischer Ebene natürlich hat es dazu geführt, dass ein gewisser Druck entstanden ist in Portugal. Und der Gesetzgeber hat dann gesagt, Mensch, was machen wir jetzt? Lass uns hier irgendwie den Wind aus den Segeln nehmen. Die Kritik ist doch schon sehr groß. Und dann hat der Gesetzgeber in Portugal entschieden, dass er halt dann eine 10% Steuer einführt. Also von 0% direkt auf 10%. Was im Vergleich, wenn man jetzt die Besteuerung der Renten in den Staaten vergleicht oder berücksichtigt, wo die Renten herkommen, da stellt man fest, dass die Steuerlast doch meistens
10% doch überschreitet, sodass 10% immer noch attraktiv sind für viele Rentner, gerade Rentner, die höhere Wohngehälter beziehen. Und das hat auch gefruchtet. Gefruchtet deswegen, weil erstens tatsächlich das Interesse von Rentnern nach Portugal zu ziehen wegen den 10% so gut wie nicht gesunken ist, obwohl wir jetzt 10% zahlen müssten hier. Und die Kritik ist quasi nicht mehr da. Also die Staaten akzeptieren das, dass Portugal eine Steuer hebt, wenn auch nur 10%, aber immerhin. Und gerade auch Deutschland, im Verhältnis zu Deutschland, gab es ja immer diese Diskussion. Das deutsche Finanzamt war bisher immer der Auffassung, dass bei Renten, also Renten der deutschen Rentenversicherung, wenn die in Portugal nicht besteuert werden, dass es dann zu einem Rückfall des Besteuerungsrechts zugunsten Deutschland kommt. Gemäß DWA nehme ich an, hat Deutschland ja mit etlichen Ländern solche Klauseln, ja? Ja, wobei das deutsch-portugiesische DWA diese Klausel nicht beinhaltet. Aber trotzdem wurde es so ausgelegt, im Lichte anderer DWAs, die diese Regelung so vorsehen, was natürlich für einen Juristen doch etwas merkwürdig vorkommt. Aber so war es bisher immer. Und durch die Einfuhr dann dieser 10%-Steuer ist es jetzt klar geregelt. Also Deutschland darf auch Renten der deutschen Rentenversicherung nicht mehr besteuern an der Quelle, also quasi in Deutschland, sondern nur noch Portugal darf eine Steuer erheben. Und das wären dann unter diesem Sonderstatus diese 10%. Das heißt, deutsche Rentner, Pensionäre, also Privatrenten, öffentliche, rechtliche Renten, beide Kategorien werden in Portugal zu 10% besteuert und Deutschland hat kein Besteuerungsrecht mehr. Wir kennen ja ähnliche Regelungen auch aus anderen Ländern, zum Beispiel Malta, wo allerdings die Steuer auch in Malta bei 15% liegt. Also 10% scheinen auf jeden Fall ein guter Deal zu sein. Und ich glaube, Sie werden dem wahrscheinlich zustimmen und wir werden sicherlich gleich nochmal darüber reden, wenn wir über die anderen RNH-Kandidaten sprechen. Wir kommen ja immer mehr eigentlich dazu, zu einem System, wo man gar keine Steuern mehr zahlt, dass es das eigentlich nicht mehr gibt. Ja, also das heißt im Grunde, es wird sich alles daraufhin bewegen, auch bei Eingriff das Unternehmen. Man muss sich irgendwo geschickt ansiedeln, dass man möglicherweise geringe Steuern bezahlt. Aber diese Nullsteuerlösung, meiner Meinung nach jedenfalls, die sind im Auslauf. Das wird es also immer weniger geben. Ja, also insofern liegt, glaube ich, diese Regelung in Portugal voll im Trend. Man legt eben eine Steuer fest. Damit können die anderen EU-Staaten, wie Sie schon gesagt haben, im Grunde sich nicht mehr beschweren. Damit erfüllt man alle Anforderungen. Der Nutzer ist trotzdem eigentlich noch relativ gut raus, wie ich schon gesagt habe, mit 10%. Ich meine, damit wird jeder gut leben können. Und ich denke, so nach und nach werden diese ganzen Nullsteuer-Ausnahmestati mehr oder weniger alle aufgelöst werden. Also was noch in Diskussion ist, aber schon lange in Diskussion ist, ist, ob in Deutschland das DBA, also das Abkommen zur Vermeidung der Doppelsteuerung, mit Portugal ändern möchte, mit der Folge, dass Ruhegehälter nicht mehr in Portugal, im Ansässigkeitsstaat, sondern im Quellenstaat besteuert werden. Aber das ist schon so lange irgendwie eine Diskussion und ich habe jetzt keine Information darüber, dass das jetzt tatsächlich umgesetzt wird und wenn überhaupt, dann auch wann. Aber das ist auch eine Möglichkeit, sagen wir mal so, die Deutschland hätte, natürlich müsste dann eine Einigung erzielt werden mit Portugal, dieses Besteuerungsrecht entsprechend zu ändern. Aber es ist ja auch immer so, also ich meine, die großen Staaten wie Deutschland, die können natürlich auch kleine Länder oder ich meine jetzt mal Länder, vielleicht nicht klein, aber traditionell vielleicht jetzt wirtschaftlich eher schwach, ja auch nicht zu sehr knebeln, weil das sind ja doch auch Mechanismen für Länder wie Portugal zum Beispiel, Investitionen ins Land zu bringen, ja. Und ich meine, es bringt ja niemandem was, wenn die portugiesischen Finanzen im Darben liegen, ja, weil man alle Möglichkeiten letztlich verbietet, mit denen hier realistischerweise steuerliche Einkünfte erzielt werden können. Da stimme ich hinzu. Jetzt haben wir also schon drüber gesprochen, was ich tun muss, um den Status zu beantragen, um meinen Aufenthalt zu beantragen, den Status zu beantragen, auch welche Vorteile er mir bringt, haben wir schon einiges besprochen. Mich interessiert jetzt aber nochmal, gibt's irgendwas, das ich vermeiden muss, was mich sozusagen aus diesem Steuervorteil rausbringt oder
Also zum Beispiel, muss ich mich eine bestimmte Anzahl von Tagen in Portugal aufhalten, um diesen Status nicht zu verlieren? Gibt's irgendwelche Dinge, weshalb mir dieser Status verwehrt oder nachträglich aberkannt werden kann? Also wichtig ist natürlich, dass das Ganze nur funktioniert, wenn Sie sich wirksam in Deutschland steuerlich abmelden. Also Sie dürfen in Deutschland nicht mehr als unbeschränkt steuerpflichtig gelten. Sowohl Deutschland als auch Portugal haben Regelungen, die bestimmen, wann jemand in seinem Hoheitsgebiet steuerlich ansässig ist bzw. geworden ist. Und solange Deutschland das so auch anerkennt, dass die Person nicht mehr in Deutschland steuerlich ansässig ist, weil der Lebensmittelpunkt nach Portugal verlagert wurde und in Portugal dann entsprechend, wie ich vorhin erläutert habe, dieser Nachweis erbracht wird, dass man einen Wohnsitz hat, dass man eine Wohnung gemietet hat oder gekauft hat und sich hier angemeldet hat, dann gibt es da eigentlich keine Probleme. Also wird ja nicht überprüft jetzt, wie viele Tage Sie sich im Jahr hier befinden. Aber natürlich müssen Sie die Vorschriften, die im Gesetz stehen, erfüllen. Die Faustformel lautet, dass man über 183 Tage sich dann in Portugal aufhalten muss. Aber das ist nicht die einzige Variante, damit Sie hier in Portugal steuerlich ansässig betrachtet werden. Es reicht auch, wenn Sie eine Immobilie beispielsweise kaufen und die Absicht haben, Ihren Lebensmittelpunkt nach Portugal zu verlegen. Auch das führt zu der steuerlichen Ansässigkeit. Also das Gesetz sieht da mehrere Alternativen, mehrere Möglichkeiten. Wenn Sie erfüllt sind, dann gelten Sie als in Portugal steuerlich ansässig. Mhm. Also in der Praxis ist es eher so, dass es wichtig ist, dass Sie sich in Deutschland steuerlich abmelden können, wirksam. Und in Portugal dann die Formalien erfüllen, die hier vorgesehen sind, und ihren Lebensmittelpunkt in Portugal auch dann haben. Aber es gibt jetzt keine Regelung, die sagt, dass Sie jetzt irgendwie zählen müssen, wie viele Tage Sie im Jahr dort sind oder dort sind. Darauf kommt es am Ende nicht an. Und diese zehn. Und ich glaube, wir sagen auch immer wieder, also, und das ist, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ja. Man muss natürlich vor allen Dingen beachten auch, dass man jetzt in keinem anderen Land möglicherweise einen Lebensmittelpunkt auslöst. Also zum Beispiel dadurch, dass man jetzt in Deutschland noch eine Wohnung hat, die man nutzen kann, dadurch, dass man sich natürlich in Deutschland nach wie vor maßgeblich aufhält. Ja. Also das ist fast das größere Problem. Ja. Also und wie gesagt, also man muss schon richtig natürlich umziehen. Idealerweise, meiner Meinung nach, muss die Wohnung im neuen Wohnsitzstaat, ob das jetzt Portugal ist oder auch ein anderer Wohnsitzstaat, dann idealerweise die einzige Wohnung sein, der Hauptwohnsitz. Und wie gesagt, man darf es natürlich in keinem anderen Land einen Lebensmittelpunkt auslösen oder einen steuerlichen Wohnsitz, um hier kein Problem zu bekommen. Genau. Und das ist immer ganz wichtig. Also man muss es wirklich auch... Also man muss es wirklich leben, ja. Also ohne es zu leben funktioniert es heute nicht mehr. Also wir erleben es immer wieder. Wir haben Mandanten, die ziehen aus Deutschland weg und im Nachhinein dann 3 Jahre später rollt das Finanzamt die Sache nochmal auf und will dann wissen, wie viele Tage man sich genau wo aufgehalten hat. Ja. Also diese Dinge werden schon überprüft, gerade bei finanzkräftigen, finanzstarken Mandanten, die Deutschland verlassen und natürlich auch andere EU-Länder verlassen. Also wir müssen schon richtig machen. Ansonsten, das Risiko ist viel zu groß, ja. Jetzt nochmal, um genau nachzufragen, also von diesem 10% Steuersatz profitiere ich in Bezug auf alle meine Auslandseinkünfte. Also wir reden ja davon, dass es immer um Auslandseinkünfte geht, nicht um, wenn ich zum Beispiel ein steuerpflichtiges Einkommen im Land erziele, sondern ich habe Einkommen im Ausland. Und nur nochmal genau nachgefragt, gibt es, also ist es so, dass jegliches Einkommen inklusive Kapitalerträge oder ich habe jetzt ein ausländisches Unternehmen, was Gewinne erwirtschaftet, also jeglicher Ertrag wird besteuert oder wie ist das genau? Nein, man muss jede Art von Einkunft gesondert rechtlich betrachten und bewerten. Also wir hatten ja jetzt gesprochen über diese Berufe mit erhöhter Wertschöpfung 20%. Die dann in Portugal erwirtschaftet werden. Wir hatten darüber gesprochen, über die 10%, die auf Ruhegehälter anfallen. Übrigens Ruhegehälter, die aus dem Ausland bezogen werden. Also wir sprechen hier von Ruhegehältern aus dem Ausland, nicht die in Portugal. Okay. Wenn man in Portugal mal später mal irgendwann mal tätig war, hier erhält. Und wir haben dann noch andere Arten von Einkünften, die auch dann genauso wie diese beiden ersten konkret
beleuchtet werden müssen. Und der typische Fall oder die typischen Arten von Einkünften über die Rente hinaus sind Kapitalerträge beziehungsweise Dividenden, wie Sie gerade gesagt haben, beispielsweise Gewinnausschüttungen aus Gesellschaften mit Sitz im Ausland und Zinsen und Dividenden, Entschuldigung, wir haben schon gesagt, Veräußerungsgewinne, Dividenden, Zinsen, Lizenzrechte, Musiker, die Lizenzrechte haben oder Autoren, ist auch ein wichtiger Punkt. Zum Beispiel wird Madonna nachgesagt, die ja auch in Portugal eine Zeit lang tätig oder hier offiziell ansässig war, dass sie eben der Lizenzrechte, die sie aus dem Musikgeschäft bekommt, hier in Portugal steuerliche Vorteile hatte. Und man muss also unterscheiden zwischen diesen Arten von Einkünften aus dem Ausland. Wir können ja mal gerade anfangen. Bei Dividenden ist es grundsätzlich so, Dividenden sind zum Beispiel Gewinnausschüttung von Gesellschaften oder wenn sie Aktien haben, die Dividenden ausschütten, so dass Portugal keine Besteuerung vornimmt über diese 10 Jahre, solange ist ja der Sonderstatus gültig. Also Portugal verzichtet auf eine Besteuerung der Dividenden, solange nach dem Abkommen, nach dem bilateralen Abkommen zwischen Portugal und dem Staat, von dem die Dividenden kommen, also dem Quellenstaat, diese Dividenden an der Quelle besteuert werden können. In der Regel können Dividenden mit 10 bzw. 15% an der Quelle besteuert werden. Also im Abkommen zwischen Portugal und Deutschland sind es 15%, die Deutschland als Quellenstaat einbehalten kann, sobald diese Dividenden ausgezahlt werden. Da Portugal auf eine Besteuerung verzichtet, besteht in der Regel ein Steuervorteil von 10%, weil in Deutschland die Abgeltungssteuer bei Dividenden 25% beträgt. Und wenn Deutschland nur noch 50% erheben darf und Portugal darauf verzichtet, haben wir eine Differenz von 10%. Das Gleiche gilt bei Zinsen. Bei Zinsen ist die Regelung so, dass die ebenso im Quellenstaat, zum Beispiel Deutschland, besteuert werden können. Und wenn das der Fall ist, dann verzichtet Portugal auf eine Besteuerung. Bei Zinsen dürften es nach dem Abkommen 10% sein, die Deutschland an der Quelle einbehalten kann. Und das Gleiche gilt auch für Lizenzrechte. Auch Lizenzrechte, ich muss nochmal nachgucken, aber 10 oder 15% darf Deutschland einbehalten und Portugal verzichtet auf eine Besteuerung. Bei Veräußerungsgewinnen, die auch oft ein Thema sind, gerade wenn Sie Aktien kaufen und mit Gewinnen wieder verkaufen, fällt eine Steuer in Portugal von 28% auf den Gewinn an. Also dort, also bei Veräußerungsgewinnen gibt es leider keine steuerlichen Vorteile. Also Sonderstatus gewährt bei Veräußerungsgewinnen keine steuerlichen Vorteile. Das hängt damit zusammen, dass das Abkommen mit Portugal in der Regel besagt, dass Veräußerungsgewinne in dem Staat besteuert werden, ausschließlich in dem sich die Person befindet. Es wäre also dann unter dem Sonderstatus Portugal und somit haben wir leider keine Regelung, die zu einem steuerlichen Vorteil führt bei Veräußerungsgewinnen. Aber wie gesagt, Renten aller Art, sei es private Renten oder öffentlich-rechtliche Renten und Zinsen, Dividenden und Lizenzrechte, das sind doch Einkunftsarten, die steuerlich privilegiert werden. Jetzt haben wir nochmal hier eine konkrete Frage. Also Sie hat, also ich denke, was ja vor allen Dingen hier auch mit verhindert werden soll, ist, dass jemand zum Beispiel eine Offshore-Gesellschaft hat und die dann letztlich hier völlig unbesteuert die Gewinne ausschüttet. Was ist jetzt zum Beispiel mit Großbritannien, wo es jetzt ja keine Quellensteuer gibt für niemanden? Also grundsätzlich britische Gesellschaften müssen keine Quellensteuer bezahlen an niemanden. Wäre in dem Fall dann in Portugal eine Steuer fällig auf Dividendenausschüttung oder muss man das verstehen? Ich kenne jetzt das Abkommen mit Großbritannien, das Doppelklausabkommen nicht auswendig, aber sollte in dem Abkommen stehen, und ich vermute, dass das so ist, weil die meisten Abkommen richten sich ja nach dem OECD-Modell, dann steht dort auch, dass rein rechtlich Großbritannien das Recht hätte, diese Einkunftsarten an der Quelle mit maximal 10 bzw. 15% zu besteuern. Und Portugal sagt, das reicht. Es reicht, wenn im Abkommen steht,
es kann besteuert werden. Es muss nicht in dem Quellenstaat besteuert werden. Das heißt, im besten Falle wird also gar keine Steuer fällig auf dieses Einkommen, weder im Quellenstaat Großbritannien noch in Portugal. Das ist ja ein extrem wichtiger Punkt. Also das heißt, weil viele Mandanten sind ja in der Situation, also konkret, wir haben zum Beispiel eine Mandantin, die lebt in Portugal mit RNH-Status und hier hat eine Gesellschaft in Irland, die sie betreibt. Also sie ist dort nur die Gesellschafterin, nicht die Geschäftsführerin. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, da müssen wir auch noch mal gleich vielleicht kurz drauf eingehen. Ort der Betriebsstätte und so weiter. Ich weiß zum Beispiel, wie gesagt, dass Irland, soweit ich weiß, keine Quellensteuer erhebt, wenn der Gesellschafter in der EU oder in einem Abkommensstaat lebt. Aber wohlgemerkt, wie Sie richtig identifiziert haben, wird vermutlich Irland eine Quellensteuer heben können, wenn sie es wollten, tun es aber nicht. Und insofern zahlt sie dann in Portugal eben keine Steuern auf die Dividendeneinkünfte, sondern zahlt nur die Körperschaftssteuer in Irland. Ja. Jetzt interessant. Jetzt hat der Sebastian gerade schon ein wichtiges Thema noch angeschnitten, was mich auch sehr interessiert. Also ich wohne jetzt in Portugal und habe eine ausländische Firma. Ich bin jetzt die gesamte Zeit sitze ich in meinem Büro oder in meinem Homeoffice und leite von Portugal aus mein Auslandsunternehmen. Und in einem Auslandsunternehmen entstehen jetzt Gewinne, Einnahmen. Wie ist das? Löst das, wie in vielen anderen Ländern ja auch dann eine Betriebsstätte aus in Portugal, die dann auch steuerpflichtig wird? So, wie ist das geregelt? Ganz genau. Also das portugiesische das Gesetz über die Handelsgesellschaften besagt, dass wenn jemand, der eine ausländische Gesellschaft binden kann, also gerade Geschäftsführer, Handelsvertreter, Prokuristen oder ähnliche, insbesondere den klassischen Geschäftsführer oder Vorstand, wenn der in Portugal ansässig wird und von hier aus dann diese Gesellschaft leitet, dann muss diese ausländische Gesellschaft eine Betriebsstätte in Portugal gründen. Das heißt, die Gesellschaft, er darf gar nicht hier tätig werden, ohne dass eine Betriebsstätte gegründet wird oder wurde. Das ist wir müssen also nachweisen, dass die Gesellschaft existiert durch entsprechende Dokumente. Dann wird diese Gesellschaft, diese Betriebsstätte dann gegründet, wird im portugiesischen Handelsregister eingetragen und hat dann eine eigene Rechtspersönlichkeit, wenn man so will. Also, und hat einen Vertreter, der in Portugal tätig ist für diese Niederlassung. Und diese Einkünfte, die diese Betriebsstätte in Portugal generiert, werden dann in Portugal besteuert. Das wird zu einer doppelten Buchführung dann, weil einmal in Portugal und einmal die Muttergesellschaft in Deutschland oder wo immer. Was nicht sehr schön ist, führt oft zu Komplikationen, zu Schwierigkeiten in der Buchhaltung. Deswegen ist es so, dass die allermeisten unserer Mandanten diesen Weg nicht gehen, sondern vielmehr, wenn sie in Portugal operativ tätig werden wollen, dann gründen sie eine portugiesische Gesellschaft, deren Gesellschafterin, gerne auch Alleingesellschafterin, dann die ausländische Gesellschaft wird, so dass dann diese Situation viel klarer buchhalterisch, steuerlich behandelt werden kann. Außerdem ist es so, dass es gibt Rechtsprechung in Portugal, die besagt, dass der Vertreter der Niederlassung unter Umständen persönlich haftbar gemacht werden kann für Verbindlichkeiten der Niederlassung. Auch das, also die Frage der Haftungsbegrenzung, ist ein Thema, das oft dazu führt, dass man sich dann entscheidet, in Portugal eine eigenständige portugiesische Gesellschaft zu gründen. Und was das ja konkret bedeutet, und das ist ein extrem wichtiger Punkt, extrem wichtig und gilt ja nicht nur für Portugal, sondern auch, wenn man sich in anderen Staaten niederlässt, sei es in Spanien, Irland, Großbritannien und dort Exempt-Stati nutzt zur steuerlichen Optimierung, extrem wichtig, kann man nicht genug sagen, Sie können nicht der Geschäftsführer dieser Gesellschaft sein, sondern Sie müssen zurücktreten, wenn Sie Geschäftsführer sind. Sie müssen vor Ort einen Geschäftsführer haben am Sitzstand der Gesellschaft. Das kann auch kein Erfüllungsgehilfe sein. Ja,
also irgendein Treuhand- oder Frühstücksdirektor oder Nominee Director, wie man so schön sagt, sondern es muss jemand sein, der tatsächlich die geschäftliche Oberleitung innehat. Sie können selbst nur noch Gesellschafter sein, in mehr oder weniger einer passiven Funktion. Natürlich, Sie können der Gesellschafterversammlung abstimmen, ganz klar. Aber nicht mehr das Tagesgeschäft der Gesellschaft leiten, da ansonsten, wie es Herr Dr. Radner gerade beschrieben hat, eine Betriebsstätte in Portugal ausgelöst wird mit allen möglichen unangenehmen Konsequenzen. Erstmal macht es den RNH-Status zunichte. Mehr oder weniger die Vorteile, möglicherweise, oder ziemlich sicher. Und dann gibt es haftungsrechtliche Probleme, macht alles dem wahnsinnig kompliziert. Also ganz wichtiger Punkt. Auch man kann auf keinen Fall Geschäftsführer der Gesellschaft sein. Und das würde wahrscheinlich auch gelten, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine GmbH in Deutschland hat, muss gar keine steueroptimierte Gesellschaft sein. Jemand ist GmbH-Geschäftsführer, ist ja oftmals der Fall, Gesellschafter, Geschäftsführer in Personalunion. Er muss dann dort weg, er muss dieses Amt letztlich niederlegen vor dem Umzug, um hier dann keine ungewollten Überraschungen zu erleben. Ganz genau. Und Portugal hat ja auch relativ günstige Körperschaftssteuer, also eine portugiesische GmbH zahlt auf den Inseln 14,7% derzeit Körperschaftssteuer. Es gibt keine Gewerbesteuer und in Portugal auf dem Festland maximal 21% auf den Gewinn Körperschaftssteuer. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich gründe mir eine eigene Servicegesellschaft in Portugal, wo ich angestellt bin. Mein Gehalt wird dann mit 20% versteuert. Naja, möglicherweise nicht, weil ich ja nicht unbedingt jetzt einen Beruf habe. Aber jedenfalls muss er dann dieses Gehalt in Portugal versteuern und kann dann letztlich für die Gruppe tätig sein. Denn die beiden Gesellschaften können ja einen Vertrag miteinander haben, dass die portugiesische Gesellschaft Dienstleistungen erbringt, zum Beispiel für die deutsche oder britische oder sonst eine Gesellschaft. Und vielleicht darf ich noch sagen dazu, dass die portugiesische Gesellschaft, wenn der Geschäftsführer nach Portugal zieht und diesen Sonderstatus RNH beantragt, dann wäre sein Geschäftsführergehalt, den er aus der portugiesischen Gesellschaft erhält, unter dieser Flatrate von 20%. Na, umso besser. Herr Bohr. Also man kann im Grunde sagen, man kann die Lebenshaltungs-, man kann sich dort ein normales Gehalt bezahlen lassen zu einer sehr günstigen Rate und so diese ganzen Probleme dann vermeiden, indem man letztlich eine portugiesische Tochtergesellschaft zum Beispiel gründet. Genau. Und die Gesellschaften, die ich jetzt in Portugal gründen kann, sind das so die alten Bekannten, wie man sie so kennt, also sowas ähnlich wie eine Limited oder eine GmbH? Oder was würde man so typischerweise für eine Gesellschaft gründen in Portugal? Ja, für kleine und mittlere Unternehmen ist die portugiesische GmbH das Nonplusultra. Die portugiesische GmbH, die ähnelt sehr der deutschen GmbH, weil auch das deutsche GmbH-Gesetz die portugiesischen Gesetzgeber inspiriert hat. Insofern gibt es da, denke ich, keine große Überraschung für jemand, der sich etwas im deutschen GmbH-Recht auskennt. Insofern ist das der richtige Weg, die GmbH. Eine Aktiengesellschaft, eher dann bei größeren Unternehmen, kommt eher seltener vor. Okay. Wir wollten gern nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Ich habe noch eine kurze Frage, bevor wir jetzt mit dem Krypto-Thema loslegen. Noch eine Frage kurz zu dem RNH-Status. Wir haben ja in verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel in Großbritannien, in Malta und in Irland, zu den klassischen herkömmlichen Non-Dom-Status, der anders ist leicht als der RNH-Status. Und dort ist letztlich immer auch die Besteuerung eine Frage der sogenannten Remittance. Also wenn Auslandseinkünfte in dem Wohnsitzland verbraucht werden oder dort hinüberwiesen werden, löst das eine Besteuerung aus. Mein Verständnis ist von Portugal und dem RNH-Status, dass das ganz klar nicht der Fall ist. Im Gegenteil, es ist sogar gewünscht, dass die Auslandseinkünfte entsprechend in Portugal ausgegeben werden. Ja, genau. Ich meine, was möchte Portugal damit erreichen, dass zum Beispiel Rentner nach Portugal kommen? Ich meine, die Rente wird ja hier dann nur mit 10% besteuert. Das ist zwar ein Faktor, aber das, was dahinter steht, ist eher, dass der Rentner dann hier investiert, dass er hier Immobilien kauft, dass er hier konsumiert. Das ist ein wichtiger Punkt und das Gleiche gilt natürlich, also
im Grunde genommen möchte der portugiesische Gesetzgeber damit erreichen, dass man das Kapital, das man hat, hier nach Portugal verschiebt und hier investiert und hier anlegt. Das ist, sagen wir mal so, eines der Gründe dieser Sonderstatus. Also keine Remittance-Basis hier in Bayern-H-Status, wie man das kennt, eben wie gesagt aus Malta, aus Irland oder aus UK, sondern hier ist alles, hier geht es im Grunde, hier kann man mit den Mitteln dann machen, was man will. Wohlgemerkt immer natürlich in dieser 10-Jahres-Periode, die man hier ja maximal hat für den Status. Wobei die Schweizer fragen natürlich oft, ja, was ist denn mit der Vermögensteuer? Gibt es eine Vermögensteuer in Portugal? Was mache ich, wenn ich hier ein Vermögen habe? Wie wird das besteuert? Und es gibt also keine Vermögensteuer, ähnlich wie in der Schweiz, in Portugal. Also grundsätzlich wird nur das Einkommen besteuert und nicht das Vermögen. Sehr interessant. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil man natürlich auch sagen muss, Spanien hat ja auch mit Beckham Law ähnliche Exemptstati. Dort gibt es allerdings eine Vermögensteuer. Korrekt? Ja. Ja, genau. Also das macht es natürlich sehr attraktiv. Ja. Das gibt dazu, dass viele Spanier oder viele auch Deutsche, die in Spanien bisher ansässig sind, nach Portugal ziehen. Das ist eine Tendenz, die wir hier doch stark jetzt in den letzten Jahren betrachtet haben. Interessant, ja. Der direkte Nachbar verliert einige steuerliche Steuerbürger und die nach Portugal ziehen. Ja, zumal ja sowieso in Spanien der Status nur 5 Jahre in Anspruch genommen werden kann. Danach müssen sich sowieso überlegen, was da in Spanien ist. Spanien ist ja eben natürlich auch sehr populär, klar, gerade auch für Deutsche, Mallorca und so weiter. Klar, muss man sich überlegen, was er danach macht. Und eben Portugal ist ja naheliegend dann, ja. Portugal setzt ja voll auf das Konzept, dass Vermögen im Land ausgegeben werden soll, um die eigene Wirtschaft zu stärken. Auch die Mehrwertsteuer liegt ja hier immerhin bei 23%. Jetzt haben wir in den letzten Minuten ja viel über Vermögen und Einkommen gesprochen. Eine Möglichkeit, online Geld zu verdienen, ist ja auch durch den Handel oder Investitionen in Kryptowährungen. Man spricht hier ja auch von passivem Einkommen. Da wir davon ausgehen, dass eine ganze Reihe unserer Zuhörer und Zuschauer hier aktiv sind oder in Zukunft werden möchten, sprechen wir mit unserem Gast jetzt darüber, ob Portugal hier steuerlich interessant ist. Ja, zurzeit kann man sagen, dass Portugal gerade ein Kryptoparadies ist, was also im europäischen Vergleich eines der Länder ist, das noch keine Steuergesetzgebung hat, die sich auf Kryptoeinkünfte konkret bezieht. Und es gibt eigentlich nur eine verbindliche Auskunft des portugiesischen Finanzamtes, die allerdings, ich muss sagen, vorsichtig so vage ist, dass in der Praxis wohl niemand Kryptoeinkünfte in der Steuererklärung angibt, weil es einfach an der Konkretisierung der Regelung, die es ja noch nicht gibt, fehlt. Und diese verbindliche Auskunft sagt im Grunde, dass es in Portugal erstens also noch keine Rahmengesetzgebung gibt und zweitens, dass eventuell unter Umständen Kryptoeinkünfte unter Gewerbeeinkünfte subsumiert werden können oder fallen können, wenn man annehmen kann, dass dieses Trading, diese Kryptoeinkünfte quasi gewerblich betrieben wird. Also nicht nur quasi nebenberuflich, sondern gewerblich, hauptberuflich, wie auch immer. Wenn das der Fall ist, dann könnte man es als Gewerbeeinkünfte, also als hätten sie jetzt irgendwie ein Schuhgeschäft eröffnet und würden Schuhe verkaufen, ansehen, sodass das da auch besteuert werden muss. In Portugal spricht man von der Kategorie B, weil B im portugiesischen Steuergesetz Einkünfte aus Gewerbebetrieb ist oder sind. Und aber wie gesagt, es gibt also noch keine Rahmengesetzgebung und das führt dazu, dass man quasi nicht genau weiß, ist man jetzt Gewerbebetreibender, weil man nur die Kryptoeinkünfte hat oder wo ist die Grenze? Das ist so alles in der Luft. Und ich denke, dass vielleicht der Gesetzgeber auch absichtlich noch keine Regelung getroffen hat, weil wenn man mal anschaut,
in Portugal gibt es zwar auch Menschen, die Krypto-Einkünfte haben, aber im Vergleich zu anderen, die aus dem Ausland kommen und Krypto-Einkünfte haben, haben Portugiesen doch im Durchschnitt doch eher sehr geringe Einkünfte aus Kryptowährungen, weil auch die Gehälter natürlich in Portugal, das Einkommen allgemein, das Einkommensniveau in Portugal doch sehr niedrig ist im Vergleich zu anderen Ländern. Was dazu führt, dass wenn jetzt Portugal eine Besteuerung jetzt einführen würde, dann würde der Staat wenig Steuern einnehmen aus diesen Krypto, aus diesen Krypto-Einkünften und würde natürlich im Falle einer Besteuerung den Menschen, den Personen, die nach Portugal ziehen wollen, aufgrund dieser Steuerbefreiung oder dieser Nichtregelung der Besteuerung der Kryptoeinkünfte, ja, dazu führen, dass die halt dann nicht kommen. Und das wäre halt dann wiederum eine hohe Anzahl von Personen, die dann hier doch ihr Geld ausgegeben hätten. Also sprich, wir sind wegen uns hier wahrscheinlich ähnlichen Interessenbereich wie bei dem RNH-Status. Das heißt, Portugal möchte, dass Personen, die Einkünfte haben, nach Portugal ziehen, um hier ihr Geld auszugeben, um hier zu investieren. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es deswegen noch nicht reglementiert wurde. Aber ich kann sagen, dass im Rahmen der politischen Parteien in Portugal das natürlich ein Thema ist. Und wir werden sehen, was die sozialistische Regierung, die jetzt vor wenigen Wochen die absolute Mehrheit in Portugal erreicht hat in den Wahlen, entscheiden wird. Wir haben nämlich jetzt noch kein Staatshaushaltsgesetz, das eigentlich die Steuerregelung für 2022 verabschiedet. Der ist noch nicht durch. Der ist ja, deswegen gab es ja auch Neuwahlen, weil das Parlament in Portugal es quasi nicht geschafft hat, den Staatshaushalt für 2022 zu verabschieden. Mhm. Und das führt zu Neuwahlen. Und jetzt vor wenigen Wochen fanden die Neuwahlen statt. Das heißt, jetzt muss der Gesetzgeber auch nochmal aktiv werden. Aber ich würde mich jetzt, es wäre jetzt keine Überraschung für mich, wenn im Staatshaushaltsgesetz 2022 noch keine Regelung der Kryptoeinkünfte aufgenommen werden würde und das vielleicht auch erst dann 2023 gemacht wird, werden wir sehen. Man muss vielleicht nochmal jetzt ganz explizit sagen, ja, ich weiß nicht, ob das vorhin so rübergekommen ist, also diese Regelung oder diese Abwesenheit einer Regelung letztlich bezüglich Krypto hat mit dem RNH-Status nichts zu tun. Ja, also das ist komplett, das gilt für alle, das gilt auch für Portugiesen, das gilt egal, wie lange man in Portugal ist, das hat mit RNH-Status nichts zu tun. Das heißt also, wenn jetzt jemand nach Portugal umzieht und er hat nur Kryptoeinkünfte, dann muss er nicht diesen RNH-Status beantragen, kann es vielleicht machen aus anderen Gründen, wenn er noch andere Einkünfte hat im Ausland, ja. Aber die beiden Dinge sind also nicht miteinander, haben nichts miteinander zu tun. Was Sie jetzt gesagt haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja. Ja, richtig. Aber vielleicht, sobald eine Regelung dann vorliegt, dann könnte es sein, dass dann der Sonderstatus einen Steuervorteil für Kryptoeinkünfte bereitstellt. Aber das werden wir dann erst später erfahren. Ein ganz wichtiger Punkt, ich meine, Sie hatten es mit der Gewerblichkeit angesprochen, das gibt es ja in einigen Ländern, also das gibt es ja grundsätzlich und damit sind wir jetzt dann auch dann wahrscheinlich wieder zurück ein bisschen beim RNH-Status, ja, denn also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt gewerblich sozusagen auch auf Einrechnung trade, mit, sei es mit Aktien, NTFs, ETFs oder sowas, wir haben schon bei NFTs wieder, also ETFs oder Währung. Ja, ja. Oder wenn ich Vermögensverwaltung betreibe. Meine eigene Vermögensverwaltung heißt, ich schaue da einmal pro Woche rein, schaue, wie die Kurse laufen, verkaufe ein bisschen was, kaufe ein bisschen was, so. Ja. Aber mein Verständnis wäre ja auch, und im Grunde wäre es das Gleiche dann für Krypto, wenn ich das tatsächlich mache, unter, sage ich jetzt mal, gewerblichen Voraussetzungen. Das heißt, ich mache das vielleicht als einzigen Beruf, meine Haupteinnahmequelle, ich mache es 8 Stunden oder 10 Stunden am Tag. Sowohl Trading mit Aktien als auch Krypto, dann wäre möglicherweise ja wiederum, wie schon vorhin besprochen, eine Betriebsstätte gegeben, ja, eine gewerbliche Betriebsstätte eines Gewerbes gegeben, die dann wiederum auch nicht in den RNH-Status fallen könnte und möglicherweise im Fall von Krypto eben dann auch als Gewerbe in Portugal angemeldet werden müsste, möglicherweise. Also zumindest bei Krypto weiß ich es nicht, aber bei den anderen ist es relativ klar wahrscheinlich bei den anderen Kapitalerträgen. Genau, also wenn jetzt wirklich, wenn man annehmen muss, dass es ein Gewerbe ist, in Verbindung mit diesen Kryptoeinkünften,
dann wäre der Steuerbürger, derjenige, der diese Einnahme erwirtschaftet, verpflichtet, beim Finanzamt hier in Portugal ein Gewerbe zu registrieren, das auch dann unter Umständen sozialversicherungspflichtig werden würde und so weiter. Also es wäre dann. Also wir kennen das, ich kannte das aus Spanien. Wir hatten dort von einem Fall gehört, wo ein Ausländer in Spanien gelebt hat, und der hatte auch Kapitaleinkünfte. Und wie gesagt, die spanischen Behörden haben ihm dann vorgeworfen, dass er das gewerblich macht, also den ganzen Tag vor seinen 6 Screens jetzt hier tradet, auch nur mit seinem eigenen Vermögen. Ich rede es also nicht hier von irgendwelchen, ich rede es nicht hier von Vermögensverwaltung, was ja dann wieder lizenzrechtlich möglicherweise ein Problem ist und erlaubnispflichtig ist und so. Und ja, also in Spanien, die haben dann nachgewiesen per Protokoll vom Internetprovider, wie viele Trades er da pro Tag gemacht hat oder wie lange er online war und so weiter und so fort. Und dann haben sie da auch einen Strick gedreht. Also das ist auch wiederum ein wichtiger Punkt eben bei allen diesen Exempt-Status und ich vermute auch beim RNH-Status. Man kann also, es muss tatsächlich ein gewisses passives Einkommen aus dem Ausland sein. Man kann dafür nicht in dem Wohnsitzstaat vor Ort eigentlich hier tagtäglich arbeiten. Ja, genau. Und das ist halt so die Frage, wo ist da die Grenze? Wo fängt das Gewerbe an? Wo hört es auf? Und solange Portugal das nicht geregelt hat, denke ich, bewegen wir uns hier einen sehr frei auszulegenden Raum. Wie gesagt, also was ich anfangs gesagt habe, ich kenne jetzt niemanden, der diese Kryptoeinkünfte hier in der Steuererklärung angegeben hätte. Aber ich kenne auch jetzt niemanden, der nur Kryptowährungen entsprechend hat und damit Geld verdient. Insofern ist halt die Frage, wo ist die Grenze und wo fängt das Gewerbe an? Ja. Interessant. Schön. Ja, Kryptoparadies ist sicherlich der richtige Ausdruck. Ja, also wirklich, also wir kennen sehr viele Mandanten, die da sich dabei sind, dahin nach Portugal umzuziehen wegen Krypto oder sich damit zumindest sehr ernsthaft auseinandersetzen. Ja, also definitiv. Das ist vor allem paradiesische Zustände, zumindest momentan noch. Man weiß ja bei Krypto, und ich denke, das ist auch das weiß jeder, der mit Krypto tradet, die Gesetzgebung ändert sich ja ständig, es werden Dinge eingeführt, abgeschafft. Also, ich meine, jeder weiß, dass das hier jetzt, dass der nicht bis zum Lebensabend möglicherweise dort dann verbringen kann, steuerfrei mit Krypto traden kann. Ja, aber momentan ist es ja schon sehr interessant. Genau. Klasse, schön. Also, ich bin dann mit meinen Fragen soweit durch, oder? Ja, ich auch. Dann haben wir noch eine ganz wichtige Frage an den Herrn Dr. Rathenau. Und zwar interessierte Zuhörer, Zuschauer, Mandanten, wie können Sie sie denn am besten erreichen, wenn Sie noch weitere Fragen haben oder Ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten? Ja, am besten auf unsere Webseite. Da sind auch immer aktuelle Informationen über die portugiesische Gesetzgebung. Jeden Monat werden dort entsprechende Gesetzesänderungen auch veröffentlicht. Und zwar unter www.anwalt-portugal.de oder einfach meinen Namen Alexander Rathenau im Internet eingeben und dann kommt auch gleich unsere Webseite. Und dort können Sie dann über unsere E-Mail-Adresse am besten direkt uns anschreiben und erhalten auch dann in der Regel gleich eine Antwort. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Rathenau, war sehr interessant. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.